So, YouTube. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. 7, 10 Days to Die natürlich. Wir sind an der Kiste angekommen. Oh. Und das Begrüßungskomitee wollte nicht sterben. Wo ist das Rad? Warum ist immer noch... Naja, egal. Und dann gucken wir mal, was drin ist. Sie liegt zum Glück nicht im verbrannten Biom. Sie liegt zum Glück nicht im Schneebiom. Und die Frage nach der Mikrofliege, ich habe es nicht geschafft. Die ist erst zum Anfang des Streams wieder aufgetaucht. Die weiß genau, die wartet nur auf euch. Und ärgert mich gerade wieder schon ein bisschen. Aber sie fliegt noch nicht in die Nase. Von daher alles gut. Und was haben wir Schönes gefunden? Noch mehr Bücher. Oh ja, Truckbücher. Maschinengewehre, selbstgebaut, Qualität 5. Ja, sehr gut. Das können wir auf jeden Fall alles gebrauchen. Und ja, ab zurück in die Stadt, würde ich sagen. 14 Uhr. Und ich wollte ja mit Bergbau anfangen, nicht? Vielleicht machen wir morgen einen Bergbautag. Dass wir uns so runtergraben und rüber, wo wir hinwollen zum Turm. Was ich so ein bisschen im Problem gesehen habe, ich kann keine... Ja doch, Cobblestone müssten wir herstellen können, nicht? Hm. Hast du Haustiere? Nee. Ich bin gar kein Haustier-Fan. Ich bin jemand, der sich gerade so um sich selber kümmern kann. Da hole ich mir nicht ein Tier ins Haus. Das wäre fürs Tier und für mich nur eine Qual. Und außerdem, ich hätte viel zu viel Respekt. Ich habe auch immer Angst vor Tieren. Katzen, so, dem vertraue ich nicht. Hunden habe ich Angst vor. Nee, das brauche ich nicht. Da bin ich der Falsche. Selbst mit den Wellensittich, die ich früher mal hatte, bin ich nicht warm geworden. Das einzige Tier, wo ich wirklich als Kind durchaus klargekommen bin, waren Rattenhaustiere. Ratten sind super süß, aber auch, schade. Andere Tiere in dieser Art, so Hamster oder sowas. Sowas geht, aber alles andere. Dem muss man nur Wasser hinstellen und den Käfig sauber machen. Oh. Wehe, das ist nicht sicher. Geht doch. Oh, da sind gute Sachen drin. Okay. Okay, können wir drüber reden? Den Polizisten haben wir schon getötet. Das ist schon eine lange Geschichte. Ich habe eine Katze, wenn die mit dir spielt, rennt die immer auf dich zu. Oh, da hätte ich Panik. Ödland ist ja eigentlich am schlimmsten. Da rennen Verstrahlte und Cops einfach mal so auf der Straße rum. Ja, und Hunde am Rand waren ganz viele und sowas. In der Wüste gibt es auch viele Kojoten und Geier und Wölfe. Oh, hör mir auf. Macht mir doch nicht noch mehr Angst. Ich glaube, wir bleiben in diesem Wald, oder? Hat jemand was gegen diesen Wald? Ich finde den schön. Mir reichen schon die Hunde, die hier ab und zu auftauchen. Ah, da waren wir schon dran. Guck mal, der muss doch hier... Ah, kommt jetzt auch nicht so viel Stahl raus, wie ich gedacht hätte, oder? Ich glaube, vielleicht ist es besser, Cobblestone zu sammeln, also Steine und zu Pflastersteinen zu machen. Was kann ich denn aus Pflasterstein erzeugen? Also ich kann Sachen upgraden, ja. Okay, aber kann ich auch noch bessere Sachen daraus machen? Nur mit Beton, denn nicht? Hm. Ja, wir wollten ja auch zurück zum Auto, aber mit gebrochenem Arm und Co., nicht? Da war schon wichtig, dass wir das vorher... oh, noch eine Pistole als Ersatz. Sehr gut. Okay.
Ja, auch ein bisschen. Aber hier, Dusche können wir abbauen. Wir haben Hunger. Gut, Moment. Wie fandest du gestern den Höllenhund, der nicht kaputt gehen wollte bei dem Blueboot? Ja, den fand ich niedlich. Den hätte ich ja als Haustier gehalten, ja, aber... Nein, der musste ja wieder umgebracht werden. Ah, Mann. Die Jungen sterben viel zu früh, nicht wahr? Und die Guten. Oh, das sieht doch gut aus, nach Eisen. Jawohl. Das nicht. Oh ja, das gibt auch diese anderen Teile. Auch wichtig. Das nicht. Oh ja, das gibt die blauen. Die brauchen wir auch. Oh, Kühlschrank. Da ist noch was drin. Toiletten looten. Ja gut, da ist nichts mehr weiter drin. Also klar, kann da noch eine Knarre versteckt sein, aber das Wasser und so... Eigentlich brauche ich es nicht mehr. Nicht? Also ich habe die ja gelootet, aber... Und abbauen... Ich weiß nicht, ich baue die Sachen ab, die eher keinen Sinn machen, wie Müll hier am Rand. Die anderen hätten ja theoretisch Loot, die respawnen die Sachen, nicht? Eigentlich wäre es cleverer, nur kaputte Autos oder so abzubauen. Und die anderen stehen zu lassen? Hm. Oh, Plastik auch wichtig. Okay, das bringt nichts. Ich finde es ja eher lustig, dass ich einfach in so einem random Müllbeutel mehr Eisen finde, als ich überhaupt abbauen kann. In manch anderen Situationen. Was war da drin? Hammer, können wir zerlegen, brauche ich nicht mehr. Fünf sind in so einem Auto in etwa drin. Fünf, vier, mehr. Ja. Je nachdem, nicht? Die Autos spawnen auch wieder nach. Ah, okay, das wäre natürlich interessant. Hm, okay. Ich muss die Kamera kurz rejustieren. Dann kann ich mich nämlich ein bisschen zurück... Lezen. Ich glaube, wir haben die kritische Phase so ein bisschen zurück. Jetzt können wir auch mal ein bisschen geschilter hier durchgehen und alles uns angucken. Und zum Beispiel auch hier die schönen Sicherungen mitnehmen. Wunderbar. Ja, wenn die Autos respawnen, das wäre natürlich ein Game Changer, wenn man fast schon so sagen möchte. Das bringt auch nichts. Wir klopfen mal an. Hallo? Entschuldigen Sie? Oh. Auf jeden Fall coole Sachen drin. Okay. Okay, legendäre Teile. Nachtsichtmod. Verschlossene Kiste. Farmt sie mit dem Schlagschrauber und glaub schon, okay. Bis man die Heizkörper zerlegt hat. Die bringen auch viel. Oh Mann. Naja, ich glaube, es gibt viele Sachen, die was bringen. Das hier bringt Tod, oder? Die Leiter ist kaputt. Sonst kommen wir da nicht wieder hoch. Nee, nee, nee. Wir sind voll. Dann nehmen wir nochmal Holz und sowas mit. Aber eigentlich ist Eisen ja wirklich das Nonplusultra. Wie viel haben wir jetzt? 500.
Und wir haben eben 700 geholt. Das sind 1300. Aber das geht schon gut weg, nicht? Auch hier. Wie viel brachte das? Auch einiges. 6. Naja, gut. Ist jetzt doch nicht so viel. Okay, die Dinger, da muss man wahrscheinlich auch nach oben. So ein altes Auto können wir hier noch nehmen. Da drüben ist auch noch eins. Das können wir auch zerlegen. Ah, die Wunder sind das hier nicht. Aber komm, wir brauchen alles. Also von daher. Kann man nie genug haben an Eisen, ja. Am besten wäre so eine Eisenquelle unterm Haus. Okay. Ich wollte nur nicht wie ein Trottel in den Stacheldraht rennen. Ah, die Autos können wir locker mitnehmen. Ach, die ist kaputt und die kann ich nicht reparieren unterwegs. Ah, da habe ich nicht dran gedacht. Oh, okay. Hier, bei dem waren wir schon. Hatten die einen Hund? Ich weiß es nicht mehr. Da können wir nichts. Ja, wir können nur noch das sammeln, was wir auch schon eigentlich haben. Ist hier keine Hundehütte. Ja, überall nur ist Mist drin. Nicht mit mir. Ah, verdammt. Was können wir denn... Nee, die brauchen wir unbedingt. Ah, das... Oh. Ah. Komm, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Verrottenes Fleisch. Ah, das brauche ich auch nicht. Ich brauche nur die Federn. Ja, egal. Benutzen. Heizkörper braucht man auch, um sie einzuschmelzen, damit man Patronenhülsen und sowas machen kann. Ja, gut. Das ist auch alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Klar, sollten wir es langsam ins Auge fassen, aber so im Endeffekt. Okay. Kann ich hier irgendwie vorbei? Danke. Ah, selbst Munition kann ich nicht aufnehmen. Ich bin einfach so übertrieben gefüllt. Es macht keinen Sinn, hier irgendwas zu looten, nicht? Dann würde ich sagen, auf nach Hause. Also eh 19 Uhr. Gut, aber nicht, das sind die, ich denke immer noch an die Laufwege so vorher. Ah, 19 Uhr müssen wir auf jeden Fall zurück. Mit dem Rad brauche ich eine halbe Stunde. Oh. Eigentlich kann ich 3 Touren jetzt pro Tag fahren, nicht wahr? Ich denke, wenn wir in den Untergrund gehen, wird sich eher alles nochmal ein bisschen ändern, nicht? Da kriegen wir Lehm, da kriegen wir dies, da kriegen wir das. Wenn wir Glück haben, kriegen wir auch eine Ader von irgendwas. Mal gucken. Also früher habe ich die Basis immer gerne an so einem Kreuzungspunkt gebaut, wo Wüste, Schnee und Wald oder so aufeinander getroffen sind. Aber sowas findet man nicht so oft mehr. Früher war das häufig, weil es ja alles viereckig war, die Gebiete. Da war es halt einfacher, die Ecke zu finden. Und dann wurden die Gebiete ja immer unregelmäßiger, bis sie jetzt komplett random sind. Da ist es dann auf jeden Fall schwieriger, sowas großflächig aneinander zu finden.
Schießpulver kann man selber machen, Messing nicht. Bin bei Blutmann 1520, da hast du keine Chance ohne Messingheizkörper. Okay. Messing kann man nicht selber machen? Ist Messing nicht nur billiges Bronze? Hm. 18k Messing in einer Stunde macht ihr. Okay, da haben wir auf jeden Fall noch einen weiten Weg vor uns. Hängt da eine Tasche? Ja, so aus, als ob da eine Tasche hängt. Dafür haben wir schon 7 oder 8 legendäre Teile. Da können wir wirklich, wenn wir eine Axt oder so machen, vielleicht können wir uns ja Spezialwerkzeuge jetzt herstellen, damit wir von der Steinaxt so wegkommen, nicht? Das wäre eigentlich ganz gut. Da brauchen wir aber auch immer ein Reparaturkit dabei, damit wir sowas wie die Wrench auch reparieren können. Na. 24k Eisen in 15 Minuten. Was? Gut, aber ihr habt ja auch die normalen Horde-Nächte und alle 7 Tage. Von daher ist das bei uns alles ein bisschen anders. Ich glaube, hier wird ein direkter Vergleich mit Standardwerten schwierig, wenn man eigene Settings verwendet, nicht? Langsame Zombies, weniger Zombies in der Nacht und so. Ich brauche immer ein. Das ist auch ein bisschen blöd, nicht? Man braucht immer einen Platz fürs Rad, wenn man es direkt mit reinnehmen möchte. Ich finde das auch mit dem Ein- und Ausräumen ein bisschen umständlich gemacht. Mit diesem E gedrückt halten, dann in die Tasche, dann das. Gut, bei Kingdom Come Deliverance ist nicht einfacher, aber bei so einem Spiel, wo es teilweise schnell gehen muss, weil irgendwas los ist, das ist vielleicht nicht so die Nonplusultra-Lösung. Das hätte ich zerlegen können. Naja, gut. Na, das auch mit dem E raussuchen, nehmen. Ich mag keine Radialmenüs. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer, wenn ein Spiel ein Radialmenü hat, bin ich nicht so der Fan von. Find, das ist so, weiß nicht, es ist nicht meins, Radialmenü. Wow, muss reichen. Man muss nur an den elektrischen Abbauwerkzeuge kommen. Am besten kauft man sie sich beim Händler. Ja gut, das machen wir ja nicht. Von daher, wenn wir Glück haben, finden wir sie und können sie selber herstellen. So, den Hut nochmal. Wir könnten zum Beispiel den Abbauhut, das Abbaudings machen und sowas. Die können wir auch zerlegen hier. Was soll ich denn damit? Ach, das ist die Messingheizkörper. Ja, die habe ich sogar gesammelt schon. Einfach unterbewusst. Noch eine Level 2 Batterie. Noch eine Level 4 Batterie. Na, guck mal, da haben wir so viel. Radialmenü, damit man auch mit Controller spielen kann. Zum Beispiel, Farmen macht so sehr viel Spaß. Ja, aber warum muss ich als jemand, der keinen Controller hat, davon genervt werden? Das ist genauso, wie Webseiten heute für Handys nur noch designt werden. Ja, aber ich bin nicht am Handy. Und dann so einen Button zu haben, sieht einfach aus wie, ich bin unfähig als Entwickler. Also, ja, kann man so machen, dann ist trotzdem scheiße. Oh, wir haben so viel Mod-Shitty. Komm, hier, den können wir zerlegen, das brauchen wir nicht. Ja, eigentlich muss das hier eine extra Kiste, nicht das Zeug. Es hat hier nichts verloren mehr drin. Wir haben so viele Mod-Sachen, die müssen alle jetzt extra sein. Wir kommen so langsam dahin, wo ich gesagt habe, nicht, dass die Sachen eher eigene Kisten brauchen und. Aber wir haben ja noch eine Kiste.
können wir all sowas mal reinwerfen. Ja, sowas kann hier auch rein. Noch eine Pistole. Die Schaufel, die können wir mitnehmen. Das kann hier noch rein. Habe ich davon einen schlechteren? Level 2? Nee. Ein Ei, das Ding. Oh, wir haben einfach so viel Zeug. Aber wir haben nicht das Zeug, was wir brauchen. Das ist immer so ein bisschen blöd. Wasser haben wir nochmal. Wir haben auch oben, glaube ich, nochmal Wasser. Zack, zack. Da haben wir noch mehr. Oh, wir haben nicht mal alles Wasser abgekocht. Ah, jetzt habe ich das Holz wieder komplett hier drin. Wir haben auch noch richtig viel Holz übrig, nicht? Und viel Steine. Die können wir auch mal einschmelzen, glaube ich, so ein paar. Wer hatte mehr Steine? Hattest du mehr Stein? Ich glaube, ja. Ihr habt beide gleich viel Steine. Du hast sogar noch was zum Einschmelzen? Komm, dann schmelze. Du hast nichts mehr. Dann kriegst du jetzt die Steine. So. Dann können die arbeiten. Du kriegst auch. Wunderbar. Das kann da noch rein. Rad haben wir wieder dabei. Nochmal Patronen können auch nochmal weg. Da haben wir auf jeden Fall gut gefunden. Oh, da ist nochmal 7 Wasser. Können wir auch wegpacken. Oh Mann. Na komm, das trinken wir hier. Also das essen wir. Und dann nehmen wir den 4er Stapel mit und den 5er Stapel Nahrung. Die müssen wir reparieren. Haben wir auch noch keine bessere gefunden oder können eine bessere bauen. Steine fehlen uns. Ja, so. Schon mal was von Zomas gehört. Ist auch ein Überlebensspiel. Ja, aber ich muss sagen, die sind an mir vorbeigegangen. Soulmast, Asaka und da gab es noch ein drittes. Und Helena ist auch noch da. Ich liebe den Stream, der ist so spannend. Echt? Okay, danke. grundsätzlich ja, aber ich habe Valheim exzessiv gespielt. Davon gibt es aber kein Let's Play. Das habe ich in der Zeit gespielt, wo ich ja, keine Streams gemacht habe. Wirklich, ich habe nebenbei den alten MacGyver geguckt und dann habe ich rechts Valheim gesuchtet. Das war richtig cool. Und dann haben sie angefangen, das Spiel zu patchen und haben es für meine Augen kaputt gepatcht und irgendwelche krassen Raids, die deine Basis zerstören. Ich wollte eigentlich nur meine Basis schön aufbauen. Ich hätte das mit diesem Raid-Scheiß gar nicht gebraucht. Weiß nicht, ob sie es inzwischen deaktivierbar gemacht haben, aber nachdem da der erste Raid war, man alleine ist, 18 Gegner kommen, die alles zerdeppern, was man mühselig irgendwie zusammengebaut hat, war ich da raus aus dem Spiel. Das war mir dann nicht mehr meins. Und dann habe ich Enshrouded gespielt. Das fand ich sehr, sehr gut. Das würde ich am liebsten weitermachen. Und dann kam Asaka, Soulmask und alle so ähnlich und gleich. Und ich dachte, ich habe Enshrouded. Komm, lass die anderen. Und wenn ich wirklich Lust habe, gucke ich auch nochmal in Valheim rein. Ich habe gar nicht so viel Zeit, wie die Spiele rausbringen. Und die Spiele bräuchten viel mehr Zeit, als ich investieren könnte. Von daher. Grundsätzlich interessant, ja. Aber da müsste ich Vollzeit-Streamer sein, damit ich sowas irgendwie stemmen könnte, nicht? So. Jetzt nochmal, was können wir aus Kabel Pflasterstein machen? Pflastersteinblöcke direkt. Da brauchen wir nur Pflastersteine.
Und Pflastersteine aus Lehmboden und kleiner Stein. Können wir die auch hier machen? Pflastersteine? Können wir. 600. Machen wir mal 400 hier. Oder 300. Und hier können wir keine machen, weil was fehlt? Der Lehm. Der wird doch aber gerade eingeschmolzen. Hier ist doch Lehm drin. Was ist ein Problem? Kannst halt deine Holzblöcke damit aufwerten und danach kommt Beton und zum Schluss Stahl. Ja, Beton, da sind wir leider ein bisschen weit weg, aber ich frage mich gerade... Hä? Aber hier bin ich doch auch. Hier kann ich Pflastersteine machen. Ich habe Lehm und kleiner Stein. Ach, Stein und Lehm. Und der hat keinen Stein. Doch, der hat Stein und Lehm. Hä? Oder mache ich die gerade im Inventar? Nee. Hä? Habe ich nicht gerade 400 Pflastersteine in Auftrag gegeben? Habe ich das geträumt? Ach, ich habe auch Verfolgen gemacht. Ich kann die hier nicht herstellen. Oh. Okay. Das heißt, ich kann es nur im Inventar herstellen? Das ist doch doof. Naja, ich glaube, man kann die dann dran nicht herstellen. Jetzt habe ich natürlich Steine und Zeug fast eingeschmolzen, hauptsächlich. Wo waren die Steine? Da. Ah, das ist ja blöd. Und an der Werkbank. Okay, Werkbank. Ah. Ja, die kann das. Ich kann auch direkt die Pflastersteinblöcke. Gut. Dann müssen wir uns... Also graben können wir auch nachts, nicht wahr? Die Frage ist, auf welcher Höhe muss das? Oh. Damit das passt. Eigentlich auf der hier, nicht? Oder auf der hier? Das wäre... Ja, hier ist besser. Das wäre dann unten... auf der Höhe von dem Ding. Das heißt, direkt am Rand. Okay, dann baue ich lieber hier runter. Obwohl, ich könnte hier direkt dann runtergehen, nicht? Ja, man ist, das Spiel hat so einen krassen Umfang, nicht, dass man super schnell verwirrt. Hier brauche ich schon dann... Na, ja, da bräuchten wir eher die Stahlaxt, nicht? Man geht auch. Gut, ich würde sagen, wir gucken mal gleich in der nächsten Folge, ob wir die Werkzeuge herstellen können. Oder ich stelle sie her und ihr seht, ob ich es geschafft habe. Und ich baue mich hier noch ein bisschen durch den Berg und wir sehen uns. Bis gleich.